Hallo und willkommen zum Foliensatz Listen. Häufig kommt es vor, dass wir sehr viele Werte speichern wollen. Mal angenommen, in diesem Beispiel wollen wir alle Quadratzahlen von 0 bis 9 speichern. Also 0 Quadrat, 1 Quadrat, 2 Quadrat und so weiter. Bisher haben wir hierfür noch keine gute Kurzschreibweise kennengelernt. Also müssten wir das so lösen wie hier in dem Beispiel. Das ist allerdings, ähnlich wie bei dem Vorschleifenbeispiel, sehr unpraktisch, weil wir sehr viele Zeilen Code schreiben müssen. Also gibt es hierfür natürlich auch eine Kurzschreibweise. Die sieht dann so aus. Wir füllen eine Liste mit Werten. Kurz zur Liste. Eine Liste könnt ihr euch vorstellen wie einen Schrank mit ganz vielen Schubladen. Also wenn unsere Variablen einfach eine Box sind, die wir einen Wert legen können, dann ist eine Liste ein Schrank, wo wir in jede Schublade einen Wert legen können. Die Schubläden lassen sich dann mittels Indizes adressieren. Das heißt, wir können auf die einzelnen Schubladen mit deren Nummerierung zugreifen. Die Nummerierung beginnt dabei immer bei 0 und endet bei der Länge der Liste minus 1. Das heißt, hier in diesem Bild haben wir eine Liste der Länge 10. Der letzte Index hat die Nummer 9 und der erste hat die Nummer 0. Hier ist ein Beispiel für eine Liste in Python. Die Listen werden mit eckigen Klammern definiert und die Einträge werden mit Kommata getrennt. In diesem Fall haben wir eine Liste, die die Werte 1, 2, 5 und 9 enthält. Der Wert 1 hat den Index 0, der Wert 2 hat den Index 1, der Wert 5 hat den Index 2 und so weiter. Die Liste hat dabei eine Länge von 4, da sie 4 Elemente enthält. Ihr könnt auch auf den letzten Index einer Liste zugreifen, selbst wenn ihr die Länge nicht wisst, indem ihr den Index minus 1 eingebt. Minus 2 für das vorletzte Element und so weiter. Hier sind einige Beispiele zum Syntax von Listen. Einerseits ist es möglich, eine Liste direkt zu definieren, indem ihr eckige Klammern macht und dann jeden Eintrag mit Kommas trennt. Hier sind also so in Zeile 2 eine Liste mit den Werten 42, 56, 1, 2 und 5. In Zeile 3 wird eine leere Liste definiert. Einfach mit eckiger Klammer auf und eckiger Klammer zu, ohne Werte dazwischen. Um auf Werte in einer Liste zuzugreifen, schreibt ihr einfach den Namen der Liste, dann eckige Klammern und den Index, auf den ihr zugreifen wollt. Hier könnt ihr nur auf einen Index zugreifen. Dazu in Zeile 7 zum Beispiel das Beispiel, hier wird auf das letzten Element an Index 1 zugegriffen. Also nicht das erste, weil das wäre ja Index 0, sondern an Index 1. Das ist der Wert 56. Ihr könnt auch auf das letzte Element so zugreifen, indem ihr minus 1 in die eckigen Klammern schreibt. Wenn ihr Werte in einer Liste ändern wollt, funktioniert das sehr ähnlich dazu. Nur, dass ihr es auf die linke Seite des Ist-Gleichs von der Zuweisung schreibt. In Zeile 12 könnt ihr sehen, wir ändern hier den Eintrag an Index 3 auf den Wert 9. Damit ergibt sich am Ende die Liste, die ihr hier sehen könnt. Eine Sache, die jetzt bei Listen neu auftreten kann, ist eine neue Art von Fehler, die ihr kennenlernt. Und zwar der Listenzugriffsfehler. Und in diesem Beispiel haben wir eine Vorschleife, die von 0 bis 4 zählt. Wenn ihr euch aber die Liste oben anschaut, die hat nur 4 Einträge. Und wie wir vorhin gelernt haben, ist der letzte Eintrag Länge der Liste minus 1, also hat er den Index 3. Was die Fehlermeldung uns hier jetzt sagt, ist Listindex out of range. Das heißt, unser Listenindex ist nicht innerhalb der Liste und deshalb können wir darauf nicht zugreifen, denn wir haben hier auf den Index 4 zugegriffen, der nicht mehr in der Liste ist. Das war es auch schon zu der Definition von Listen. Im nächsten Video beschäftigen wir uns mit wichtigen und nützlichen Funktionen, die ihr auf Listen anwenden könnt. Und es gibt hier noch ein Beispielvideo, welches euch ein paar Listen zeigt.